und der Naked 2 Palette. Ich habe sie aus einem Trashy, das heißt, für mich ist sie noch neu. Ich suche gerade meinen Spiegel. Wenn ich wüsste, wo ich den hingelegt habe, könnte ich sogar anfangen. Tja, habe ich den vergraben? Habe ich den vergraben? Nehmen wir einfach mal heute den großen. Den da. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo mein einer Spiegel ist. Kaffee ist am Start. Übrigens auch wieder mal die zweite Tasse, die ich schon auf der Treppe verteilt habe. Unser Schlafzimmer bzw. unser Büro ist unterm Dach. Und tja, manchmal fällt dann so ein bisschen Kaffee runter, wenn er zu voll ist. Also, ich schminke mich heute mit der Urban Decay Naked 2 Palette. Für mich ist das eine nagelneue Palette, denn, naja, ich habe sie aus einem Trashy geholt. Also einem Make-up-Wanderpaket, was mehr oder weniger, ne, wo Leute Sachen reinpacken können, die für sie nicht mehr brauchbar sind. Ja. So würde ich das mal beschreiben. Die ist noch fast neu. Also die ist vielleicht ein paar Mal benutzt worden, aber im Prinzip noch komplett neu. Der Spiegel ist sogar noch abgeklebt. Der Stift hat sogar noch hier so ein... der Pinsel hat sogar noch so ein Ding drumherum. Also, na, sie wirkt noch relativ neu. Ich möchte da einen... Ich glaube, ich werde auf jeden Fall half-baked über mein bewegliches Lid geben. Und dann schauen wir mal, ich glaube, wie heißt denn der Ton? Tease, Inner Crease, sowie entweder YDK oder Blistered im äußeren Winkel. Matte Farben hat die ja nicht extrem viele und dann relativ neutrale bis kühle Töne. Oh, ich muss mal schnell trinken. Ich brauche Kaffee. Ah. So, geprimed habe ich heute schon. Gleich muss ich nämlich auch schon wieder weg. Deswegen schminken wir uns mal. Aber alles mal in Ruhe. So. Ne? Passend zum Halloween habe ich heute mal den Pinsel rausgekramt. Ich packe mal die Seite, die sieht man die ganze Zeit. Vielleicht jetzt auch nur am äußeren Rand, aber egal. So, das ist so ein geiler Pinsel. Schönes Set, allerdings war das so kratzig, dass ich die meisten Sachen wieder aussortiert habe, bis so einzelne Schätzchen, die doch funktionieren. Beziehungsweise die nicht kratzig, extrem kratzig waren. Also das hat mich damals schon ein bisschen geärgert vor, ich weiß nicht, wie lange habe ich die jetzt, 2 Jahre? Damals. Das klingt so, als ob das 20 Jahre her ist, aber nein, das hat mich extrem geärgert. Dass, weil die meistens, die ist auch wieder von Docolor, ich weiß nicht, wie die heißen, wie die Marke richtig heißt. Die gibt es übrigens bei Pink Panda, wer die mal angucken will. Oder aber auch in anderen diversen Online-Shops. Die funktioniert recht gut, außer diese Special Edition, die ist Schrott. Zumindest die meisten waren da wirklich Schrott. So, jetzt suche ich mal einen vernünftig großen Pinsel für mich in die Crease. Ja, dann nehmen wir mal den. Das ist die 01 von Docolor. Und den, ja, man, es bleibt ja schon fast nicht so übrig. Also gehe ich in den Tease-Ton rein. Das ist dieser... Der? Kann man das erkennen? Ich nehme den auch nicht zu viel auf. Ich weiß noch nicht, wie tief und wie dunkel der jetzt ist. So. Und setze mir den in die Crease. Ich würde ja gerne 2 unterschiedliche Looks machen, aber die Schule von meinem Einruf, die haben nämlich heute Fahrradtraining in der 4. Klasse. Und da bin ich heute mal Aufpasser und deswegen passt auch die Naked-Palette, da die nicht so extrem bunt ist. Ich fühle mich mit bunten Make-ups total wohl, aber manchmal möchte man ja nicht unbedingt irgendwie auffallen, finde ich. Zumindest ist das so meine Devise und dann nehme ich doch lieber neutrale Töne, die für den Alltag bzw. für diejenigen, die nicht so viel Berührungspunkte mit Make-up haben, angemessener sind, beziehungsweise tragbarer, sich tragbarer anfühlen. Ob das jetzt ein tragbarer Look wird, das kann ich noch nicht so sagen. Vermutlich für manche viel zu viel, für manche zu wenig, aber das ist mir eigentlich vollkommen egal. Eigentlich ist es mir egal, aber ich möchte meinen Sohn jetzt nicht so zur Schau stellen, so wie auch immer man das sagen will. Blamieren, zur Schau stellen.
Das ist ja immer so was, was man da, wo man dann auch schon in der Grundschule echt komplett aufpassen muss. Was ich recht schade finde. Ich meine, bei uns war das auch nicht früher. Wir haben auch damals Leute geärgert, Leute fies behandelt. Spreche ich mich auch gar nicht von frei. Aber was in den Grundschulen und auch gerade in den weiterführenden Schulen abgeht, das geht auf keine Kuhhaut. Und wir wohnen nicht im Brennpunkt oder so. Wir wohnen wirklich auf dem Dorf, wo das gefühlt komplett behütet ist. Die Grundschule ist jetzt nicht in unserem Dorf, sondern ein Dorf weiter. Also es ist alles noch behütete Welt und trotzdem sind da Sachen, wo man sich denkt, so, ey, das kann doch nicht sein. Und auch in der weiterführenden Schule, wo mein Großer ist, da ist das echt. Also da gehen Sachen ab. Da denkt man sich, ich bin doch nicht in einer Großstadt. Ich bin hier im Prinzip auf dem Dorf. Und da werden Kinder gehänselt. Mobbing in der 5. Klasse ist kein Ding. Kennen Sie. Und wegen Nichtigkeiten. Ich meine, früher haben wir das auch gemacht. Ich bin so die Typ Buffalo-Zeit. Wer da keine Original-Buffalos getragen hat, sondern nur die Graceland von, wie heißt es, von Deichmann, wurde schon komisch angeguckt, aber es ging noch. Ich war auch diejenige, die Buffalos erst gekriegt hat, als der Hype zu Ende war, im Prinzip. Total scheiße. Aber egal. Habe die dann ein bisschen getragen und dann brav in den Schrank gestellt. Und kurz bevor der Hype wieder neu aufgekommen ist, also habe ich sie weggeschmissen. Ja, ich habe mich geärgert. Ja, ich habe mich viel geärgert. So, ich gehe jetzt erst in den Ton, den da rein. Ich will nicht in den ganzen schwarzen reingehen. Ich glaube, der ist mir einfach zu dunkel für heute. Beziehungsweise ich könnte auch in Snakebite reingehen. Ja, ich mache den Snakebite. Der wird noch ein bisschen bräunlicher. Der passt, glaube ich, dann besser zu dem Y. Ist das YDK? Nein, Half-Baked. Ich gehe in Snakebite rein und verdunkle mir meinen Außenwinkel damit. Na, aber was so in den Schulen abgeht, ist echt der und das auf einer Kleinstadtschule, Dorfschule. Was geht denn dann in den also in den Großstädten ab, wo dann auch wirklich die Kinder im Brennpunkt wohnen? Das frage ich mich dann immer. Möchte man das wissen oder hat man dann überlegt man dann auch über Homeschooling, über die Homeschooling-Variante? Weil ich muss mal echt sagen, meine Kinder sind mir dafür manchmal schon fast zu schade. Um auf die normalen Schulen zu gehen. Und es ist jetzt keine Hauptschule oder so dabei, sondern wirklich angesehene Schulen. So. Also das ist wirklich noch so die Formulierung bei der Urban Decay 2-Palette, die man auch locker in einer Crease tragen kann, ohne dass die Zicken und Mucken macht. Und ich glaube, ich mache doch ein Smoky, okay. Fallout habe ich. Vermutlich, weil ich einen Schimmerlidschatten in die Crease reinblende. Habt ihr damit schon Erfahrungen gesammelt? Ich weiß nicht, wie alt ihr alle seid. Ob ihr schon erwachsene Kinder habt oder Kinder im Grundschul- oder weiterführenden Alter oder selbst noch auf die Schule geht, zur Schule geht. Also ich finde, durch Corona haben die wirklich an Sozialkompetenzen verloren, die Kinder. Viele Kinder, nicht alle. So gerade, es ist ja auch nicht böse gemeint, ne? Aber gerade diejenigen, habe ich immer das Gefühl, die entweder Einzelkinder sind, oder diejenigen, wo die Eltern dann nebenbei
noch die Schule schmeißen mussten von den Kindern, also im Prinzip Homeoffice hatten. Kann ich auch gut nachvollziehen. Also mir würde es nicht anders gehen. Ich hatte das Glück oder das Pech, da die anderen beiden Kinder zu kriegen in der Zeit im Prinzip und war damit zu Hause und konnte meine Kinder ein bisschen betreuen. Also ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie schlimm ist, dass die Eltern einen scheiß Job gemacht haben. Ich kann das wunderbar nachvollziehen, aber man merkt schon, dass die Kinder nicht mit anderen Kindern so viel in Berührung gekommen sind. Und dass es da doch schon echt Sachen gibt, wo gerade Kinder mit den Sozialkompetenzen gelitten haben. Sowas wie, man soll nicht direkt die Kinder verprügeln, wenn deren die Meinung nicht passt von anderen, oder man muss nicht direkt mit einer Flasche draufhauen. Ich finde, das sind echt schon Sachen, die gab es natürlich vor Corona auch, aber nach Corona ist mir das noch mal ein bisschen mehr aufgefallen. So, ich suche gerade mal Nix Glitterglue. Da ist er. Wer hat mir den da geschrieben? Gar keiner. Noch ein bisschen mehr. Und gehe dann mit Half-Baked über mein Augenlid. Ja, also Kompetenzen bei Kindern, Sozialkompetenzen bei Kindern, aber auch zum Teil so diese einfachen Grundschulsachen, ne? Rechtschreibung, finde ich, hat gelitten. Das alles, wo Kinder üben mussten, beziehungsweise wo Kinder Übung brauchen. Vielleicht auch Kindern, denen das sowas nicht direkt leicht fällt, aber ne? Schulen sind ja auch mit dem Thema, Homeschooling und so weiter anders. Viele Schulen sind mit dem Thema Homeschooling anders umgegangen. Das heißt, manche Schulen waren gut vorbereitet und konnten einen wunderschönen Unterricht machen. Und bei manchen Schulen hat man die Dinge abgearbeitet. Das heißt, die Kinder hatten hatten bei uns mehr oder weniger das Workbook. Und da wurden jeden Tag Seiten aufgegeben, am besten viele, weil man ja auch weiterkommen musste. Und damit war man mit dem Unterricht fertig. Es wurde ganz selten mal irgendwie so eine Teamspeak-Konferenz abgehalten. Und damit war das. Also man hatte im Prinzip, die Kinder haben sich nicht untereinander sehen können, hören können, was auch immer. Die haben nur stumpf gelernt, stumpf die Sachen abgearbeitet und waren dann am Tag fertig. Und ich finde, das war jetzt keine extrem gute Lösung, weil sie diese Übungsvarianten, dieses, das bleibt im Kopf hängen, weil das habe ich jetzt 20 Mal noch im Unterricht mitgemacht. Das war da nicht. Ja, ich gehe noch einmal mit meinem Finger ins Snakebite rein. Und dadurch ist echt viel verloren gegangen. Dadurch ist die können jetzt lesen und schreiben, die viele Kinder. Aber diese Übung, Rechtschreibung, ist ja echt eine Übungssache. Die müssen sie sich jetzt härter erarbeiten als Kinder vor Corona. Dadurch, dass die Kinder vor Corona ja das in der Schule einfach schon immer wieder geübt haben und immer wieder gemacht haben und immer wieder wiederholt haben. So, ich prüfe jetzt gerade, ob da irgendwie noch gefühlt Glitzer oder beziehungsweise ob das noch sticky ist von dem Glitterglue, denn sonst hat man die Sache wieder am Dampfen, die Augen, die da kleben aufeinander. Versteht ihr, was ich meine? Dieses ganze Üben, was spielerisch in der Schule stattfindet, das ist zumindest bei uns an der Schule gar nicht gewesen. Die Kinder haben die Sachen abgearbeitet und waren dann mit dem Part Schule zu Ende. Und wenn man dann noch irgendwie arbeiten musste, ich hatte noch zwei andere kleine Kinder dabei, oder halt parallel andere Kinder aufgepasst hat,
ist man zu diesem spielerischen Übungsteil gar nicht mehr gekommen. Beziehungsweise da wurde man auch nicht angeleitet. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber da wurde man auch nicht angeleitet. Und die meisten sind ja doch keine Lehrer gewesen, die das mal eben zu Hause managen mussten. Und hatten eigentlich andere Probleme, anstatt auch noch parallel den Kindern beizubringen, wie was funktioniert in der Schule. So, ich habe mir mal das Vorlaut weggemacht. Und ich glaube, da liegt jetzt die große Schwierigkeit, dass die Schule, die anderen Schulen das auch extrem nachholen müssen. Nicht Sachen, die man mal eben lernt, aber Sachen, die man durch Übung lernt, die man durch spielerische Übungen lernt. Oh, ich mache mir das mal. Da ist nämlich ein Tropfen vor und den will ich nicht in meinem Gesicht haben. Ich habe heute mal die Everlane Smooth Matte Cosmetics. Everlane Cosmetics Smooth Matte Fresh Look 16 Hour Foundation rausgekramt. Ich wollte mal einfach was anderes benutzen. Ich weiß, dass die nicht so extrem deckend ist. Und vielleicht heute einfach mal für den Look. Gar nicht mal so schlecht. Also, versteht ihr, was ich meine? Die Kinder haben den Übungsaspekt gar nicht gehabt. Die Kinder haben fast ein ganzes Jahr lang oft mit anderen Kindern kaum Kontakt gehabt. Wir hatten Glück, dass wir jetzt zwei in fast dem gleichen Alter haben. Die haben es jetzt nicht extrem gemerkt, dass, die haben schon gemerkt, dass sie sich mit den anderen Freunden nicht mehr treffen konnten. Aber die hatten immerhin sich selber noch und noch ihre kleinen Geschwister, mit denen sie diese Standardsozialkompetenzen aufarbeiten konnten. Dafür ist bei denen schon eher die Schule hängen geblieben. Nicht hängen geblieben, aber dadurch müssen die sich viel erarbeiten, was sie sonst hätten einfach kriegen können. Und das sieht man halt immer noch bei anderen Kindern. Deswegen, bei uns wird jetzt an der Grundschule diskutiert, ob die jetzt das Fach Englisch wieder rauspacken sollen. Weil man müsste ja erst an den normalen Sachen arbeiten. Da denke ich mir so, seid ihr eigentlich dämlich? Englisch ist das A und O. Und wenn die es gerade schon in der Schule lernen, dann oder schnell lernen und in der Grundschule schon das Nötigste wissen, dann ist das doch gut. Das wurde bei uns eingeführt. Das heißt, bei uns wurde in der 4. Klasse Englisch unterrichtet, ein bisschen. Weil die Lehrerin sagte, das braucht ihr. Boah, ich reg mich auf den Kopf und Kragen. Vielleicht, weil ich gleich zur Schule muss. Da. Auf dem letzten bisschen ist er. Sollte eigentlich gar keine Diskussion über Schule und habe ich mir nicht ausgedacht heute Morgen werden. Sondern eigentlich nur ein Quatschvideo, aber wenn man die ganze Zeit das Thema Schule im Hinterkopf hat, dass man da gleich hin muss, artet das irgendwie so ein bisschen aus. Wieso, weiß ich auch nicht. Vielleicht weil man einfach so frustriert ist zum Teil. Über die Schulpolitik. Mein Großer hat jetzt gestern 8 Stunden gehabt, von den 8 Stunden oder 9 Stunden hatte er, ich glaube, 3 reguläre Stunden oder 2 Restvertretung. Und das aber schon wieder seit Wochen. So in dem Restvertretungsplan. Und dann fragt man die, was habt ihr denn in der Vertretung gemacht? Ja, nix, Vokabeln gelernt, ein paar Aufgaben gekriegt. Aber eigentlich konnten die uns ja auch nicht richtig betreuen. So. Ja, super. Hättet ihr auch zu Hause bleiben können. Na. Next. Augen fertig machen. Also ich finde den Look gar nicht mal so übel. Das ist jetzt keine Palette, glaube ich, die ich häufig benutzen werde. Weil dafür habe ich einfach genug Paletten mit
Special Shades, aber eine Palette, die solide ist. Und die, ich weiß nicht, wie alt diese Palette jetzt ist, aber im Prinzip die schon Ewigkeiten auf dem Markt ist. Ne? Habt ihr denn eine Meinung zu diesem Thema Schule und Kinder allgemein? Vielleicht, die ich nicht vertrete. Ich sehe gerade, da ist noch eine Unreinheit, die ich noch mal ein bisschen ausbessere. Und da auch. Gehe ich einfach noch mal mit dem Concealer rein. Das mache ich jetzt nicht, sonst habe ich nämlich meinen weißen Pulli-Rand nicht mehr weiß. Puder. Und dann geht es auch schon wieder weiter mit der Palette. Passt. Ja, und da ein Blush. Ja, heute machen wir keinen Blush. Ja. Noch mehr Puder. Puder braucht die Frau mal wieder. So. Wie viel Uhr haben wir denn? 10 vor. Vor. Das passt ja, glaube ich, ganz gut heute mit meinem Zeitplan. So, dann haben wir mal das ist übrigens mein liebster Pinsel, der ist von Rival Deluxe. Ich hoffe, der ist noch schon trocken. Für Kontur. Zu Ende reden. Zu Ende reden. Ich glaube, der ist noch ein bisschen feucht, aber es ist nicht so schlimm. Ja. Und dann wollte man eine interessante Kontur. Ist auch mal nicht schlecht, mit einem angefeuchteten Pinsel eine Kontur zu setzen. Ist egal. Ja, geht alles. Sieht man das? Kontur ist, glaube ich, gesetzt. Ich nehme mal ein bisschen oben in meinen Haaransatz. Habe meine Haare noch nicht weiter gemacht. So, dass man da schön drin rumwühlen kann und sich ja, das Gesicht, das ein bisschen alles anpasst. So. Und da ich mir auch keinen Highlighter, keinen Blushpinsel mitgenommen habe, nehmen wir einmal obwohl, wir nehmen lieber den Konturpinsel mit. Ist egal heute. Heute soll es einfach. Ich habe es überstürzt heute Morgen, weil ich ja unter Zeitdruck bin, um pünktlich fertig zu werden. Und jetzt ist mir das nie aufgefallen. Und so feucht hat sich dieser Pinsel jetzt auch nicht von Anfang an angefühlt. Funktioniert schon, ist schon trocken. Nein, ist er nicht. Den nehme ich dann auch mal für Blush. Ich gehe damit in den Pearlescent Pink rein. Wieso auch immer dieser Ton Pearlescent Pink heißt. Macht mir ein bisschen Farbe ins Gesicht. Ein bisschen mehr.
ziehe die mir ein bisschen nach oben heute. Über die Nase. Auf der anderen Seite hoffentlich auch. Guck, dass ich die auch da angesetzt kriege. Also eher so fast schon unterm Auge. Und verblende. Die hat übrigens, ich hoffe, das sieht man, so einen leichten Schienen drin. So, jetzt nehmen wir trotzdem den leicht feuchten Highlighter-Pinsel und gehen nochmal in den Mary Luminizer rein. Mini-Mini-Dip habe ich da drin, wie man so in der Mitte sieht, aber sonst nichts. Finde den aber gerade für den Sommer ein schöner Highlighter. Ich glaube, im Winter wäre mir da sogar schon fast zu dunkel. Man muss nur aufpassen, dass der nicht auf dem Gesicht sitzt, also schön einblenden. Na, ich gehe noch einmal zurück mit meinem meinem Allround-Pinsel heute und verbinde mir den Highlighter mit dem restlichen. Einmal meine Füße strecken. Ich sitze immer auf meinen, also im Schneidersitz auf meinen Füßen und irgendwann schlafen die ein. Kaffee schlürfen. Und jetzt geht's weiter mit dem unteren Augenwinkel. Nein. Also mit den. Ja, also da unten drunter halt. Wo habe ich denn den? Dazu nehme ich einen von Essence. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, den Smudging Brush. Der ist vom Stiel her relativ kurz. Funktioniert aber für solche Sachen echt gut. Ist übrigens meine Lieblingsart von Pinsel für den unteren Wimpernkranz. So, jetzt habe ich es. Weil es wirklich schön entlang fährt. Meistens dann auch nicht zu hart ist. So, welchen nehme ich denn da? Copper? Chopper? Wow. Ich nehme mal den erst. Ich weiß nicht, ob der gerade so gut passt, aber den nehme ich jetzt mal. Ich möchte viele Farben ausprobieren und gucken. Der ist sehr weich. Krass. Weil der nimmt die Farbe mal gut auf. Ja. Sieht man mich? Der ist zu hell. Was nehmen wir denn da? Ich gehe in Bastet. Das ist der vorletzte Ton, so ein Aubergine-mäßig. Schwarz-Aubergine. Auch ein bisschen Schimmer drin. Wie hier fast alle Naked-Töne, beziehungsweise aus der Naked 2 Palette. Dafür muss ich auf der Seite noch ein bisschen tiefer gehen, weil ich irgendwie ja, das nicht auf der anderen Seite so gemacht habe. Und gehe jetzt nochmal in den Chopper, Copper, was auch immer Ton rein. Verblenden wir das mit dem so ein bisschen. Und am unteren Wimpernkranz, nee, mit dem blende ich nicht aus. Ich nehme jetzt einfach mal den, ich weiß nämlich nicht mehr, welchen ich vorhin genommen habe. Und gehe da mit dem Foxy, also diesem Nasejock-Cremefarben da rein. Und blend das alles mal so ein bisschen feiner aus. So. Ne? Ist jetzt nicht schlecht geworden, der Look. Habe ich irgendwas? Jetzt nehme ich so einen Pizzelkrams-Pinsel für den Inner Corner und gehe da in Booty Call. Ich glaube, das ist der hellste Ton. Das ist der dritte Farbton. Im Prinzip ein demi-matter Ton. Beziehungsweise, wie nennt man das jetzt? Semi-matt nennt man den ja nicht. Es gibt metallisch und
Übrigens, die Fännchen, die wackeln hin und her. Mal gucken, wie lange die noch da drin so halten. Ich glaube, der Kleber hat sich von unten gelöst. Setz mir die nach oben an. Unter der Braue an. Also ich glaube, der könnte sogar schön werden als Highlighter, weil der jetzt nicht wirklich irgendwelche groben Schimmerpartikel drin hat, sondern so einen leichten Schein. So. Look ist fertig. Naja, noch nicht ganz. Dafür, dass ich den anderen Spiegel nicht gefunden habe, kann ich den jetzt aufstellen. Ich hätte mich auch eigentlich so schminken können, aber egal. So. Ich gehe in den Essence Mattenfarbton rein. So. Damit mache ich mir meine Augen größer und wacher ein bisschen. Zumindest erhoffe ich mir das dann immer. Ob es dann stimmt, weiß man ja nicht so genau. Kaffee nochmal. Und heute, wo habe ich es denn? Ich will mal in meinem Kästchen rum, gehe ich in die Bad Girl Bang Mascara von Benefit rein. Die ist schon so gut wie aufgebraucht. Ich hoffe, das reicht jetzt noch, sonst muss ich mit einer anderen hinterher, wenn die meine Wimpern nicht mehr so gut umschließt. Funktioniert aber für heute zumindest. So. Bin ich dann auch immer ganz still, wenn ich so mache? Weil sonst habe ich meine Mascara überall. So, aber ich würde mal sagen, die ging nochmal für diese Runde. Ich gucke immer mal wieder zwischendurch auf meinen großen Bildschirm, damit ich weiß, ob mir jemand schreibt oder ob jemand auch wirklich online ist oder ob ich das nur wieder für mich selber mache. Die meiste Zeit bin ich nämlich alleine hier. So.
machen wir nochmal irgendeinen Lipgloss drauf. Meine Lippen sind nämlich recht trocken. Und damit hätte ich auch, glaube ich, schon den Look fertig. Was kann ich denn abschließend zu der Palette sagen? Sie funktioniert immer noch. So, ich nehme wieder den. Der hat nämlich nur ein bisschen Sparkle drin. Nur damit meine Lippen nicht ganz so tot und krank aussehen. So, was kann ich abschließend zu der Palette sagen? Sie ist sehr kühl. Aber das war auch schon klar. Das war mir auch schon vorher klar. Funktionieren. Oh, seht ihr? Ich glaube, der Kleber gibt auf. Die ist, glaube ich, wirklich schon ein bisschen älter. Funktionieren tut sie aber. Sie macht einen interessanten, einfachen, schnellen Look. Die Farben halten, glaube ich, werden, glaube ich, auf dem Auge ganz gut halten. Kann ich ja noch nicht so sagen, aber sie fühlen sich in Ordnung an. Ist die Palette was Besonderes? Nein. Kann die auch nicht sein. Die ist steinalt. Deswegen löst sich auch schon der Kleber. So, ich gehe nochmal in den hinteren Winkel mit Snakebite. Aber kann sie denn trotzdem in meiner Sammlung bestehen? Ja. Es ist ein solider, schöner Alltagslook geworden. Würde ich mal sagen. Nichts Besonderes. Vielleicht so ein bisschen nochmal. Super, hätte ich vielleicht auch eher machen sollen. Also, es ist jetzt nichts Besonderes, wo ich sage, ihr müsst unbedingt, schade, dass ihr die verpasst habt. Aber die Töne leuchten mehr, als ich erwartet habe. Und die Töne haben sich super einfach verblenden lassen, haben sich super einfach auftragen lassen. Ja, für den Punkt bleibt sie erstmal. Also ich habe jetzt keine Patchiness gehabt. Ich habe keinen Ton gehabt von denen, die ich probiert habe, der jetzt irgendwie Schrott war, der sich nicht hat ausblenden lassen. Man konnte die Schimmertöne, weil sie jetzt nicht extrem shiny schimmerig sind, sondern auf der auf der nicht so ganz so glänzenden Seite. Sie sind halt wirklich eher leicht metallisch, anstatt mega Schein und mega, was die meisten Töne jetzt bei uns so sind, die aktuellsten. Aber zum Zurückkommen und mal eben was schnell schminken, kann man sich die mal mitnehmen. Oder kann ich mir die in meiner Palettensammlung wohl so mal raussuchen. Werde ich das oft machen? Nein. Weil ich vermute, dass die dann irgendwo wieder untergeht und man die dann, ne, außer vielleicht, wenn die irgendwie in irgendeinem Palette, Eyeshadow oder sowas reinrutscht, glaube ich, ist das eine Palette, wo ich da jetzt nicht sage, boah, genau den Farbton, den will ich jetzt haben, weil die Farbtöne habe ich öfter. Der Ausblendton ist interessant. Solche Töne habe ich nicht jetzt ganz so oft. Hier dieser Tease, das ist so ein Grau-Braun mit ein bisschen rosa Anteil, finde ich. Der ist interessant. Half-Baked, der Goldton, der ist schön. Ne? Also solide Palette, gut in der Sammlung, funktioniert. Töne lassen sich gut auftragen, lassen sich gut verblenden. Bleibt. Und wir sehen uns, denke ich mal, morgen wieder, weil so langsam muss ich mich beeilen und fertig machen. So. Ich hoffe, euch hat trotzdem der Look gefallen. Vielleicht habt ihr die auch in der Sammlung und wollt die mal einfach rauskramen, weil ihr das jetzt mal wieder gesehen habt. Wäre ja mal ein Versuch wert, ob die bei euch auch noch in der Sammlung bestehen kann. Und sonst sehen wir uns einfach mal morgen wieder oder ich weiß noch nicht, ob ich noch ein weiteres Video online setzen kann oder auch schaffe. Na? Sonst viel Spaß noch und schönen Tag. Schöne Sonne.